Was ist denn das Geheimnis hinter Low Carb? Macht es denn Sinn, auf Kohlenhydrate zu verzichten, wenn man abnehmen will? Oder ist es mehr oder weniger einfach ein Mythos und ein unnötiger Verzicht? Darauf wollen wir in diesem Video eingehen und ich würde gleich mal starten mit dem Punkt, was ist eine Low Carb Diät? Eine Low Carb Diät ist so die bekannteste Methode, um abzunehmen. Und was man dabei macht, ist einfach auf Kohlenhydrate zu verzichten. Das heißt, man schaut, welche Lebensmittel haben viele Kohlenhydrate. Und das ist sowas wie Reis, Nudeln, Kartoffeln, das heißt die ganzen Sättigungsbeilagen, das ganze Obst, Süßspeisen in allerlei Hinsicht, süßes Gebäck allgemein, der ganze Alkohol, überall wo Zucker mit drin ist, Hülsenfrüchte. Das heißt, in sehr, sehr vielen Lebensmitteln kommen Kohlenhydrate mal mehr, mal weniger vor. Aber sie sind natürlich sehr, sehr, sehr präsent. Auch die ganzen Säfte zum Beispiel oder Limos, überall viele Kohlenhydrate drin. Und jetzt wird davon ausgegangen, dass wenn man diese Kohlenhydrate reduziert, das heißt bei einer Low-Carb-Diät werden die ja fast komplett rausgestrichen, dass man dadurch abnimmt. Und es ist auch komplett logisch, dass das passieren wird, denn eine Gewichtsabnahme passiert in erster Instanz, das ist ganz wichtig zu verstehen, in erster Instanz darüber, ob wir ein Kalorienplus oder ein Kalorienminus haben. Hast du vielleicht schon mal gehört, das heißt, der Körper hat einen gewissen kalorischen Umsatz und wenn wir davon weniger zu uns nehmen, dann nehmen wir ab. Das ist immer so. Das ist auch der Grund, wieso bisher jeder Versuch beim Abnehmen bei dir am Anfang funktioniert hat. Weil jede Methode, die es gibt, auf dem Ansatz aufbaut, dass man weniger Kalorien zu sich nimmt. Und bei einer Low-Carb-Diät ist halt so, dass Menschen, die wenn die einen Bauch haben, dann kann die Ernährung nicht so super gut sein. Das heißt, viele Lebensmittel, Genussmittel, Alkohol, eben Süßigkeiten werden vielleicht schon mehr verwendet als jetzt bei anderen Personen. Wenn du das jetzt wegstreichst, natürlich nimmst du dadurch erstmal ab, weil halt sehr, sehr viele Kalorien eingespart werden. Wenn du jetzt gewohnt bist, bisher zu sagen, ja okay, morgens hole ich mir beim Bäcker was und abends trinke ich eine halbe Flasche Wein und dazwischen esse ich noch eine Pizza und dann sagt man dir, ja, du darfst jetzt keine Kohlenhydrate mehr essen, ja, dann isst du Gemüse, Fleisch und Eier. Und dann ist so, ja, vielleicht noch Fisch, kann man auch noch dazu nehmen. Natürlich wirst du dadurch abnehmen. Die Frage ist aber immer die, wie lange wirst du es durchziehen? Kannst du dir das vorstellen, dein Leben lang zu machen? Google gerne mal. Was sind Lebensmittel, die keine Kohlenhydrate haben? Da wirst du nicht super viel finden. Und wenn du für dich sagst, na doch, das kann ich mir vorstellen, mein Leben lang so zu leben, ja dann kannst du es gerne machen. Aber die meisten Leute, bei denen ist es nicht realistisch. Und deswegen finde ich es eigentlich so schlimm, dass diese Diät sich immer noch so hält, weil es halt einfach für meiner Meinung nach 90% der Menschen absolut nicht geeignet ist. Klar, rein aus physiologischer Sicht könnte man noch damit argumentieren, dass bei übergewichtigen Personen, die haben ja eher eine Tendenz dazu, insulinresistent zu werden oder irgendwann Diabetes zu entwickeln. Und wenn wir dann sagen, wir reduzieren die Kohlenhydrate, das heißt, wir schauen, dass der Körper weniger Insulin produzieren muss, das kommt uns zugute, kann man sagen, ja. Aber ob du da voll drauf verzichten musst, da bin ich nicht der Meinung. Das heißt, wenn du für dich persönlich sagst, du hast schon mal Low Carb probiert und irgendwann war es dir einfach zu doof, immer nur Eier, Fleisch, Fisch, Gemüse zu essen und bei den ganzen sozialen Anlässen zu sagen, ah nee, ich nehme einen Salat und ein Wasser. Weil viel anderes bekommst du dann halt nicht. Dann wird der Teil vom Video jetzt für dich spannend und zwar, wie kann ich denn außerhalb von der Low Carb Diät abnehmen? Denn eben, wie gesagt, ich bin kein Freund von einer Low-Carb-Diät, einfach weil es zu extrem ist, weil es nicht nachhaltig ist, weil es nicht alltagstauglich ist. Wenn du sagst, du verschreibst dein Leben dem Essen und dem Fitness, dann kann man das eventuell mal machen. Obwohl ich auch dann kein Freund davon wäre, sondern trotzdem moderat Kohlenhydrate zuführen würde, aber anderes Thema. Jetzt soll es darum gehen, wie kann ich ohne so doofe Diäten wie Low Carb, wie FDH, das heißt frisst die Hälfte, wie Low Fat, was haben wir noch, Stoffwechselkuren, Shakes statt normalem Essen. Das sind ja alles Sachen, die es zum Abnehmen gibt. Und deswegen denken die meisten Leute auch, Abnehmen muss super hart sein, das braucht viel Zeit, das hat sehr viel mit Verzicht zu tun. Und die ganzen Leute, die gut aussehen, die sportlich sind, die essen ja den ganzen Tag nur Hühnchen und Brokkoli. Das ist aber Quatsch. Das Entscheidendste, um abzunehmen, haben wir vorhin schon mal ganz kurz beleuchtet, ist es einfach,
ein Kaloriendefizit herzustellen. So, und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie mache ich das für mich persönlich? Denn jeder Mensch ist ja unterschiedlich, jedem schmeckt was anderes, jeder hat andere Umstände. Der eine isst zum Beispiel viel auf Geschäftsessen, der andere kocht super gerne selber. Der eine mag gern Fleisch, der eine mag gern Fisch, der andere ernährt sich vegetarisch oder vegan. Der eine hat viel Stress, der andere hat wenig Stress. Das heißt, man muss immer schauen, was passt denn zu meiner Person? Und so muss man dann halt mit diesem Wissen, das heißt, wir machen das zum Beispiel bei uns immer so, wir bieten ja kostenlose Erstgespräche an. Das kannst du auch mal über den Link unterhalb von diesem Video anschauen, wo wir mit dir so einen klaren Plan ausarbeiten werden. Das heißt, die richtige Methode für dich persönlich. Da werden wir mit anhand von vielen Fragen mit dir durchgehen, so okay, wo stehst du gerade? Wo willst du hin? Das heißt, was ist dein Ziel? Und wie sieht so dein Alltag aus? Das heißt, welche Schwierigkeiten hast du da? Also welche Fehler machst du immer wieder? Was sind Dinge, wo du auch denkst, du machst sie richtig, aber die eigentlich gar nicht so förderlich sind zum Abnehmen? Und dann kann man mal anhand von der Grundlage mit den ganzen Daten, die wir über dich gesammelt haben, können wir ganz genau schauen, okay, was macht für dich mehr Sinn? Da kann man sagen, okay, du bist hier. Das wäre für dich das Optimum, was du machen kannst. Und da muss man keine Blutanalyse oder eine Stoffwechselanalyse machen, was meiner Meinung nach absoluter Käse ist, sondern man muss drauf schauen, wie sieht das Leben einer Person aus? Wie sind die Umstände? Was ist das Ziel? Denn du willst ja auch nicht Bodybuilder werden. Du willst wahrscheinlich einfach den Bauch loswerden, dich fit, dich gesund im Körper fühlen. Vielleicht mal wieder so aussehen wie früher. Und das in deinem sozialen Umfeld. Das heißt, vielleicht bist du bereit, schon was zu tun, aber es ist einfach schwerer geworden, weil du mehr Stress hast, weil du mehr am Arbeiten bist. Und das muss alles berücksichtigt werden. Und wenn du da für dich persönlich sagst, du hast Lust, mal so ein klares Schritt-für-Schritt-System für dich mitzubekommen, klick den Link unterhalb von diesem Video, dann freue ich mich und mein Team, dir weiterzuhelfen und einen schönen Tag noch. Liebe Grüße, dein Simon. Ciao.